Die nächste GLA-Generation wird größer. Mercedes tritt gegen BMW X1 und Audi Q3 an. Es wird aber noch eine zweite Variante geben, ein Coupé mit sexy Hintern und den Proportionen des aktuellen GLA. Noch mehr Coupé als beim aktuellen, sehr knapp geschnittenen GLA geht genau genommen nicht einmal für Sitzzwerge. Deshalb wollen die Stuttgarter das SUV-Angebot in der A-Klasse künftig aufsplitten. Der GLA-Nachfolger wird in 3 Jahren höher, geräumiger, praktischer und nutzwertorientierter. Damit spricht er genau die gleiche Zielgruppe an wie BMW X1 und Audi Q3. Das Coupé dagegen übernimmt im Prinzip die Proportion des aktuellen GLA und sagt damit ab 2020 BMW X2 und Audi Q4 den Kampf an. Weil das Coupé eine halbe Nummer höher positioniert werden soll als der klassische GLA, fällt der kleine 1,2 Liter Motor von Renault naturgemäß durchs Raster. Stattdessen erwarten Branchenkenner ein ebenfalls aus Frankreich zugeliefertes 1,4 Liter Aggregat, das mit 163 PS etwas stärker sein dürfte als der aktuelle 1,6 Liter. Die nächste Leistungsstufe basiert auf dem neuen 2 Liter Treibsatz der M254er Baureihe, der mit 231 statt 211 PS deutlich besser im Futter steht. An der Dieselfront wird es selbst beim Selbstzünder-Pionier etwas ruhiger. Der 1,6 Liter im GLA 180D leistet 116 statt 109 PS. Die für den 200D vorgesehene Ausführung wird mit 150 PS avisiert. Das 2-Liter-Triebwerk soll dann 195 PS leisten. 2020 soll das GLA-Coupé auf den Markt kommen.